Am gestrigen Mittwochabend fand im Basinghäuser August-Wenzel-Stadion das Testspiel unserer Roten gegen Oberliga-Tabellenführer Germania Egesdorf-Langreder statt. 1100 Zuschauende wollten sich das Duell gegen den ehemaligen Club unseres Cheftrainers Jan Zimmermann nicht entgehen lassen und bekamen von den Teams auch so einiges geboten. Muslia steht zum Freistoß bereit und Tom Tribol scheitert am Keeper. Das allerdings der Start für die 96 Chancenparade. Kurz darauf die erste Gelegenheit aus dem Spiel heraus. Düsseldorf-Torschütze Muslia erst mit einem kleinen Tänzchen und dann mit dem typischen Abschluss. Dieser Versuch geht allerdings knapp drüber. In der nächsten Aktion wieder unsere 35 beteiligt, Muslia mit der Ecke und wieder ist es Tribol, der Kopfball stark an einem Germane auf der Torlinie scheitert. Jetzt ist in Basinghausen eine Viertelstunde rum. Hult erobert die Kugel im Mittelfeld, schickt Meiner per Steilpass auf die Reise, die Egesdorfer Defensive schneller Mann und der Schlenzer von Linton Meiner am Tor vorbeigedreht. In der 19. dann die erste nennenswerte Offensivaktion des Fünftligisten. Über Umwege landet der Siegert-Freistoß bei Paldino, aber auch bei ihm der Schlenzer neben den Kasten. Das auch die entscheidende Zone für die nächste Aktion. Griffige Germanen erobern am Strafraum den Ball, Zuspiel auf Behnsen und der hat das Auge für seinen Kapitän Joshua Siegert verwandelt aus kürzester Distanz zur wirklich überraschenden Führung in Spielminute 23. Mindestens 50% dieses Tores gehen auf das Konto des Vorlagengebers. Behnsen könnte selber abschließen, verzögert clever und bedient seinen Chef auf dem Platz zum 1:0. 96 aber nicht irritiert vom Rückstand. 2 Minuten später gleich die passende Antwort. Meiner treibt den Ball in die Spitze, legt raus auf Enali. Gegenspieler vernascht, flach Richtung Elfmeterpunkt und dann Muslia mit einem sauberen Abschluss in den Knick zum Ausgleich. Wunderbarer Treffer von unserer 35. Hier jetzt nochmal in der Wiederholung. Enali mit einem flachen Zuspiel zum Elfmeterpunkt und dann der Abschluss mit der Innenseite in den Winkel. Und weiter geht's bei unseren Roten mit Volldampf nach vorne. Weidand erläuft die Kugel neben dem 16er, Rückpass auf Holt. Weitergeleitet auf Tribol, feines Pässchen in den 16er und Weidand knapp am Tor vorbei. Immer wieder setzt sich 96 in des Gegners Hälfte fest, produziert eine Chance nach der anderen. Diesmal Franz, kurz und schnell freigespielt und der Pfosten verhindert die längst überfällige Führung. Und einen haben wir sogar noch vor dem Halbzeitpfiff. Muslia versucht sich aus guter Position mit einem Freistoß, bekommt aber nicht genug Druck dahinter und der Keeper hat keine Probleme, diesen Ball zum Eckstoß abzuwehren. Das war's dann aus dem ersten Durchgang. Das 1:1 äußerst schmeichelhaft für den Underdog aus Egesdorf. Für Torwart Hansen, Tribol, Meiner und Enali sind dann im zweiten Durchgang Sündermann, Ondua, Soleimani und Tumessi auf dem Rasen für unsere Farben. Der Inhalt des Spiels blieb aber auch in den zweiten 45 Minuten der gleiche. 96 dominiert, Egesdorf setzt Nadelstiche. Und die erste Gelegenheit ließ nicht lange auf sich warten. 53. Minute, 96 über die linke Seite. Holt schickt Muslia neben den 16er. Flachpass zurück und Mike Franz mit seiner persönlich zweiten Möglichkeit setzt die Kugel unten links am Tor vorbei. Keine Minute später, Luca Kreins mit einem Diagonalball an den 16er und Tumessi zieht direkt ab, aber das ist gar kein Problem für den Torhüter im Kasten von Egesdorf. Nach knapp einer Stunde kommen auch die Germanen mal wieder nach vorne. Über den eingewechselten Berg, der schickt Nick Bode auf die Reise und der macht das ganz schick mit einem Lupfer aus 16 Metern über Sündermann hinweg zur erneuten Führung für Egesdorf-Langreder zum 2:1 in der 60. Spielminute. Schöner Treffer von Nick Bode.
Das ändert aber nichts daran, dass 96 weiter unermüdlich anrennt. Hier jetzt wieder über die linke Seite, das ist Holt, schon am 16er angekommen, Stolze vor Weidand und schiebt dann ein zur erneut passenden Antwort auf die Germanenführung zum 2:2 in der 72. Spielminute. Torschütze Sebastian Stolze, nachdem er hier Weidand den Abschluss klaut in Anführungsstrichen und dann selber einschiebt zum Ausgleich. So langsam wurden die tapferen Egesdorfer auch müde und die Schlagzahl der 96 Chancen erhöhte sich nochmals. Wieder kommt 96 über die linke Seite. Niklas Holt hier im Zweikampf beackert seinen Gegenspieler, bringt die Flanke und Weidand mit einem Kopfball. Wenig Druck, das ist gar kein Problem für den Keeper. Wieder nur 2 Minuten später. Einladung von Egesdorf. Ondua erobert die Kugel, steckt durch und Weidand mit der nächsten Gelegenheit und scheitert am Egesdorfer Keeper des zweiten Durchgangs, Luca Leon Möller, mit einer guten Parade gegen Weidand. Nächste Aktion, nächster Eckball. Yannick Dehm steht bereit. 78. Spielminute. Bringt die Flanke und Schmiedemann köpft zur 96-Führung ein, zum 3:2, eingewechselt in der 64. Minute und Innenverteidiger bei unserer U23, hier heute bei den Profis am Start und belohnt sich mit einem Treffer hier zum 3:2. 2 Minuten nach der ersten 96-Führung, Angriff über die rechte Seite. Mike Franz beackert den Flügel, bringt eine scharfe Hereingabe an den 16er und dann ist es Valmir Soleimani, der den Ball aus seiner Sicht unten links unhaltbar zum 4:2 verwandelt in der 80. Spielminute. Hier nochmal wunderschön zu sehen, kurze Drehung, Abschluss, Tor. 85. Minute, Ecke Yannick Dehm, bringt den Ball Richtung erster Pfosten, Versuch zu klären und dann ist es Soleimani, der wieder aus der Drehung abschließen kann und diesen Ball versenkt zum 5:2, 5 Minuten vor Ende, jetzt die Führung dann doch sehr deutlich, hier nochmal in der verlangsamten Fassung, Soleimani aus der Drehung unter die Latte. Den Schlusspunkt setzt dann das Team von Paul Nieber aus Egesdorf über Gian Rodrigo Baumgratz, auch genannt Tigrinho, der hier links am 16er unterwegs ist, dann nochmal die Flanke bringt und Elfert kriegt hier den Fuß nicht richtig an die Kugel, jagt den Ball in den Nachthimmel von Basinghausen und das war's dann auch. Das war die letzte Aktion hier im August-Wenzel-Stadion. Hannover 96 gewinnt gegen Egesdorf Langenreder, dem Oberliga-Tabellenführer, mit 5:2 in einem wirklich ereignisreichen Duell mit vielen Torchancen und 7 Toren.